Wir sind wieder da. Nach 5-monatiger Pause seit Montag dürfen wir wieder senden. Und wir begrüßen Sie zur 265. Regionalsportsendung. Wie immer live aus dem Kapitol. Ja, was haben wir vor? Fußball, Fußball, Fußball. Unter anderem schafft der FC Hagen, der Oberligist, vielleicht die Runde in die DFB-Pokal-Hauptrunde und schaffen vielleicht die Frauen des FC Geestland, die Oberligamannschaft, den Sprung in die Regionalliga. Das wollen wir sprechen, Rainer. Und am Ende die TSV Wulzow, ob die TSV Wulzow den Aderlass allein von 7 Spielern verkraften kann. Das können wir ja nachher. Guten Abend erstmal. Wir sind, wie gesagt, vorgestern gesagt, zurück seit 5 Monaten. Wir wollen natürlich auch ein bisschen herauskritzeln, was machen die Sportler an der Zeit, wo sie nicht trainieren durften, was machen sie jetzt, wie gehen sie damit um. Und natürlich wollen wir dann auch über die Stickerstars des TSV Wulzow reden. Und die haben eine neue Homepage und es gibt eine neue Kunstrasse, es gibt viele Themen. Und darauf freuen wir uns, Jens. Jens Ende sitzt auch bei uns am Tisch. Klar, vom Sportabend. Und Jens ist ja Dauergast bei uns. Und wir begrüßen zum ersten Mal, glaube ich, im Fernsehstudio Marco Fehrenkamp, den Vorsitzenden des FC Hagen und Lede. Du hast es ja eben noch mal im Plausch erzählt, 1997 oder 96 warst du bei uns schon mal im Radiostudio. Wir haben ja auch 4 Jahre vorher Radio gemacht. Und Snuffi, nicht Snuffi, ist sein Vater, Uwe Nabrut war dabei. Ja. Und vermutlich Rolli Kemmer. Genau, denke ich auch. Dann herzlich willkommen, Marco. Schönen guten Abend. Ja, wir wollen heute ja so ein bisschen über den DFB-Pokal reden. Am Montag war eine Stadionbesichtigung und ihr steht ja im Halbfinale. Ihr habt noch 2 Spiele, müsst aber vorab für den DFB bis zum 17. August erstmal natürlich diese Stadionerklärung erfüllen und auch einreichen, denn ihr möchtet ganz gerne im Nordseestadion spielen. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, du warst am Montag auch mit dabei. Wir haben uns das Stadion angeguckt. Wir hatten im Vorfeld bei LTS nachgefragt, wie die das organisiert haben. Dann haben wir gleich die Telefonnummer von Jens N. bekommen, der sich dem Ganzen für Bremerhaven auch angenommen hat. Dafür im Vorfeld schon mal ein herzliches Dankeschön. Es waren alle Beteiligten dabei, Bauordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, Presse, aber auch vom OSC, die ja eigentlich in dem Stadion zu Hause sind. Ja, wir sind jetzt dabei, unsere Hausaufgaben zu machen, die Dinge aus der Stadionerklärung und reichen das dann entsprechend beim Sportamt ein, sodass dort das gegengeprüft wird. Parallel wird das Hygienekonzept überarbeitet und angepasst und dann hoffen wir, dass wir rechtzeitig bis zum 17. alle Sachen zusammen haben. Jens, schönen guten Abend. Wie sind deine Erkenntnisse? Weil du hast ja auch das DFB-Pokalspiel federführend mitgeleitet. LTS gegen 1. FC Köln. Damals waren 8.119 Zuschauer im Stadion. Jetzt dürfen ja Stand von Montag nach der 12. Corona-Auflage im Land Bremen maximal 400 Personen ins Stadion. Richtig, das sind 400 Personen und zwar 400 Personen nicht als Zuschauer, sondern 400 Personen insgesamt. Die Spieler, die Betreuer, die Presse, alles, was drumherum mit der Organisation zu tun hat. Also im Endeffekt reden wir wahrscheinlich über maximal 300 Zuschauer, die ins Stadion kommen können und ob wir die überhaupt zusammenkriegen, weil wir noch einige andere Plätze vergeben müssen, wissen wir auch noch nicht mal. Aber es ist besser, als wenn wir keine Zuschauer haben und von daher freuen wir uns auch auf diese 300 Zuschauer, die dann Stimmung machen werden für Hagen Ulede hoffentlich. Und denn der FC Augsburg ist ja auch ein klasse Gegner, den man dazu gelost bekommen hat. Und alle Zuschauer müssen auf die Sitzplatztribüne, ne? Wir haben die Auflagen, dass nur Sitzplätze zugelassen sind, aber da haben wir es natürlich auch leichter mit den Abstandsregeln. Da hat jeder seinen festen Platz und der Abstand ist dann gesichert. In dem Moment, wo dann jemand aufsteht, muss er dann seinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen und also da haben wir eigentlich wenig Probleme in der Richtung. Mhm. Marco, du bist seit 2015 Vorsitzender FC Hagen, hast auch schon einiges an der Blumenstraße einrichten können, aber ich glaube, fürs DFB-Pokalspiel war das eine Nummer noch zu groß. Ne? Ja, von also wir haben also eingezäunt für die Oberliga-Maßnahmen, haben wir mittlerweile eine kleine Tribüne, das ist aber alles mobil. Das Ganze lässt sich da nicht darstellen. Also das Platzgelände an sich ist zu klein, aber auch das, was der DFB uns an Wünschen mit auf den Weg gibt, also Pressezentrum, Kamerapositionen, 40 Quadratmeter für die Umkleide einer Mannschaft, das, was der Schiedsrichter braucht, Physio und so weiter, ist da definitiv nicht umsetzbar. Mhm. Das heißt, wie groß ist jetzt so euer Mitarbeiterstab an der Blumenstraße? Also wir haben, wenn mit Ordnung und allem drum und dran, zwischen 20 und 25 regelmäßig zu den Oberligaspielen. Also ein bisschen davon abhängig, wen wir auch als Gast erwarten dürfen. Mhm. Liebe Regiekollegen, wir können ja vielleicht mal die ganz kleine Matz einspielen. Nur mal ein paar Impressionen aus dem Nordseestadion. Jens, Montagmorgen war ja die Besichtigung, du hast eingeladen. Was Marco eben schon gesagt haben, waren ja auch wieder Altbekannte dabei. Ne? Ja, das ist so ein DFB-Pokalspiel organisiert man nicht als Amateur. Das ist für den Verein Hagen Ulede unmöglich, weil es geht nicht nur darum, dass man das Know-how vom Fußball hat, sondern man braucht die Behörden dazu. Und in dem Moment, wo wir die Behörden zusammenholen, kommen eben auch die Leute, die wir brauchen.
ob wir sie nachher mit einem großen Sicherheitskonzept brauchen oder weil wir nur 300 Zuschauer haben ohne, das ist egal. Wir haben erstmal alle Behörden zusammengeholt, damit auch wirklich aus jeder Richtung das Okay kommt. Und es waren alle kompetenten Leute da, die auch gleich vor Ort schon mal nicken konnten. Das heißt, ganz wichtig, haben wir eben angesprochen schon, der 17. August ist das schon bald, da muss dann die Stadionerklärung von allen Beteiligten unterschrieben werden. Ne? Der DFB verlangt, dass alle entsprechenden Behörden, das sind insgesamt 7 Unterschriften, von verschiedenen Seiten da sein müssen, sonst wird das Spiel in Bremerhaven nicht genehmigt. Da sehen wir gerade die Sitztribüne. Thomas Grunberger hat es ja schon angedeutet, ungefähr, klar, es gibt Familien, die können ein bisschen enger zusammensitzen, aber ansonsten mussten 1,50 Meter Platz sein. Das heißt, er hat vorgerechnet, ungefähr 300 können noch Platz nehmen. Ne? Das sind also Karten, die kann man sofort intern verkaufen. Ja, das ist kein Problem. Die 300 kommen aber auch daher, 400 minus der Presse und den sonstigen Teilnehmern, Spieler, Trainer, Betreuer, Ordner, Sicherheitsdienst. Dann bleiben ja sowieso nur noch 300 über. Theoretisch gibt es ja die Möglichkeit, dass sich ab dem 1. September noch was ändert. Da können wir im Moment nicht drauf spekulieren, zumal ja die Rückreisewelle und auch die Schulöffnung jetzt sicherlich auch ein Übriges dazu beitragen werden, dass das Thema noch ein bisschen brisanter wieder werden könnte. Sportlich gesehen kann man es schaffen. Pokal, also Celle, ist durchaus machbar. Und dann würdet ihr aus dem Sieger von Spelle gegen MTV Gifhorn spielen, ne? Genau. Also einmal am 15. Oktober und dann am 22. schon. 22. August, ja genau. August. Also für Spelle bin ich optimistisch. Im Punktspiel im vergangenen Jahr war es dann ja schon, haben wir 2-2 in Celle erreicht. Das war auch ein enges Spiel. Die Jungs sind aber heiß. Ich bin da echt guter Dinge, dass sie sich da zu 110% reinknien und da vieles möglich machen werden. Im Elfmeterschießen haben wir bis jetzt immer Glück gehabt. Ich wäre froh, wenn wir tatsächlich vor Ende der 90 Minuten die Tore schießen, die zum Sieg reichen. Im Finale Gifhorn Spelle, auf dem Papier Spelle sicherlich der stärkere Gegner, aber auch das muss erst gespielt werden. Und von daher, ich würde mich freuen, wenn wir uns am 22. August in Hannover wiederfinden dürfen, um da im besten Falle auch zu siegen, damit die ganze Vorarbeit mit den ganzen Beteiligten ja auch dann fruchtet. Aber 2 Spiele müssen erst gespielt werden und diese Hürde müssen wir nehmen. Wie ist denn der Verein und wie sind die Jungs dann mit der Pandemie umgegangen? Wie lange war intensive Pause? Also Pause waren ziemlich genau 2 Monate. Bis im Mai konnten wir im Landkreis ja schon wieder anfangen mit Abstandsregeln. Und da haben die Trainer sich auch echt Mühe gegeben. So ein Passspiel, Flanken, diese Dinge. Aber mit Balldesinfektion, ein paar Vorarbeiten vom Verein waren natürlich auch zu leisten. Hygienebedingungen, Duschen war nicht erlaubt. Es war schon bei den Jungs deutlich zu merken, dass sie 2 Monate kein Fußball spielen durften. Die sind wirklich so heiß, die spielen am liebsten auch 7 Tage die Woche Fußball. Also das hat gut geklappt und mit den Erleichterungen, die jetzt noch eingetreten sind, sind wir mehr oder weniger auf dem alten Level. Jens, und der Sport am Bremerhaven natürlich auch die Zeit sinnvoll genutzt. Habt ihr viel für die Vereine in der Zeit mit Sicherheit getan? Also wir hatten natürlich Zeit, viele Sachen zu erledigen. Wir haben in den Sportstätten das erledigt, was zu erledigen war. Wir haben natürlich viel Glück in Anführungsstrichen gehabt, dass die Plätze im März, April, wo normalerweise die Rasenflächen von den Spielern zerlegt werden, keinen Sport hatten. Dadurch konnten wir die komplette Sommerrenovation jetzt einsparen. Das heißt also, alle Plätze sind top in Schuss, alle Rasenplätze sowieso. Und wir haben aber auch in den Hallen die nötigen Sachen gemacht, die zu erledigen waren. Wir haben neue Markierungen gemacht im Schulzentrum Bürgerpark. Wir haben in der Rote Sandsporthalle mal die Zeit genutzt, um die Träger abzuklopfen, neu zu verputzen, dicht zu mauern. Also so Maßnahmen, die man nicht so mal eben in kurzen Ferien schafft, die haben wir jetzt alle in der Pandemiezeit gut erledigen können. Und wir haben jetzt natürlich viel Bedarf, dass alle wieder rein möchten in die Hallen. Aber es wollen nicht alle rein. Wir haben auch viele Sportler, die gemerkt haben, in der Zeit, wo die Hallen gesperrt waren, konnte man auch draußen seinen Sport machen. Und mittlerweile bei dem schönen Wetter sind viele Gruppen mit Kindern, mit Senioren lieber draußen als drinnen in der Halle. Und die Kunstrasenplätze in Le Heide und in Wulstorf haben sich mehr als etabliert, ne? Die beiden Plätze sind fertig, sind tipptopp. Und das wird sich ja noch zeigen erst. Es muss erst mal über Spielbetrieb stattfinden, Herr Schmidt. Ja, aber die sind ja gut angelaufen, ne? Also ist alles gut. Nein, also von der Trainingsphase her, das ist schon was Schönes, also keine Frage. Und ich kann das jetzt auch schon vorwegnehmen. Wulstorf wird uns auch bestätigen, dass es da auch neue Mitglieder gab. Insofern ist alles okay. Jetzt, wir sehen nachher noch mal Bilder. Wir haben ja auch Montagmorgen schon gesagt, mein Gott, fast 3 Jahre schon wieder rum, wo das alles war. Das heißt, auch die Stadt profitiert ja auch davon, dass man vor 3 Jahren den ganzen Kraftakt schon machen musste, ne? Also
Wir haben jetzt es natürlich leicht, weil wir genau wissen, was vor 3 Jahren unsere Probleme waren im Stadion. Die haben wir erledigt und wir können jetzt also mit kleinem Aufwand Hagen und Lede das möglich machen, da zu spielen. Es geht nur noch jetzt um das Feintuning und gerade wahrscheinlich mit Blick, Marco, auf das Hygienekonzept, ne? Dass das der Schwerpunkt wird? Ja, also ich will nicht sagen, man kann da vieles abschreiben, aber die Dinge, die vor 3 Jahren zu klären waren, sind ja dann auch zum großen Teil abgearbeitet worden und von daher ist da ja auch mit der Unterstützung der Stadt und den Beteiligten ist für uns eine ganze Ecke leichter. Auch zum Hygienekonzept gibt es ja eine Vorlage vom DFB, die ist auf die Gegebenheiten anzupassen. Wir haben bei uns das Glück, dass wir jemanden haben, der da beruflich ein bisschen was mit zu tun hat, der das auch für unsere Sportplätze in Hagen und Lede schon gemacht hat. Also mit der Erfahrung ist es dann für mich und für den Vorstand natürlich auch leichter, das umzusetzen. Aber ich glaube, das ist das, was hier ein sehr großes Gewicht erhält, weil es auch für alle neu ist. Wir können ja nochmal die Bilder zeigen vor 3 Jahren. Einmal haben wir eine Zuschauer, weil auch eine volle Zuschauertribüne, das wird es dieses Jahr auch nicht geben. Da ist durch Zufall auch Jens Enden drauf, unser heutiger Gast. Das war dann die Endtribüne, der Präsident ist da gewesen, Björn Fecker vom Bremer Fußballverband und die Vorstände von LTS und 1. FC Köln. Vielleicht können wir die Fotos nochmal sehen, liebe Regiekollegen. Also ich höre gerade, wir haben auch Nachwuchs bekommen, altersbedingt. Und wir üben ja auch noch wieder, wenn 5 Monate Pause waren. Also 2 Fotos wollen wir ganz gerne sehen. Bis dahin können wir noch ein bisschen schnacken. Die erste Mannschaft hat ja schon einige Testspiele absolvieren können, ne? Ja, 4 Stück. 3 gewonnen, 1 verloren. Waren aber jeweils, ich habe 2 davon gesehen, schon enge Spiele mit unterschiedlich starken Gegnern. Aber in einem Testspiel geht es ja darum, dass ich erstmal die Mannschaft finde, dass der Trainer so ein bisschen stärken und auch Ausbaupotenzial erkennt. Von daher ist es gut. Wir spielen Freitag noch zu Hause gegen SFL und am Sonntag auch gegen Brinkum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist so der letzte Vorbereitungskick. Ich glaube, dann wird auch so die favorisierte erste Elf schon mal auflaufen. Da muss man gucken. Und du bist ja auch bei jedem Heimspiel, falls du nicht beruflich verhindert bist, oder bist auch Ortsbürgermeister noch in Lede und bist ja selber dann Ordner und du bist auch ausgezeichnet mit dem DFB-Ehrenpreis letztes Jahr. Also du hast ja, dein Tag hat ja auch 25 Stunden. Ne? Ich bin ganz froh, dass meine Frau mich bei diesen Dingen unterstützt. Ich bin noch nicht bei jedem Heimspiel, aber bei den meisten auch aufgrund der Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten, aber weil es mich einfach interessiert, sonst würde ich es auch nicht machen. Aber bei den Auswärtsspielen habe ich wirklich gesagt, so, wenn es besondere Spiele sind, fahre ich sicherlich gerne mit, aber ansonsten hat die Familie auch einen gewissen Rang im Hause Fernkamp. Dann fahren wir doch mal nach an die Kollegen, ob das Foto vorliegt. Ich höre nein. Also Jens N. kann ich feststellen, hat sich überhaupt nicht verändert. Der sieht genau noch so aus wie vor 3 Jahren. Und okay, dann gucken wir doch mal rein in die Fotos. Also ziemlich in der Mitte muss Jens N. sitzen, über Herrn Fecker rechts, eine Jeansjacke hat Jens, glaube ich, an, da oben, genau. Und der ehemalige Amtsleiter Klaus Schichting ist auch bei Jens, ne, wenn du dich erkennst. Und darunter sitzt der Björn Fecker und Michael Grell als Vizepräsident des Bremer Fußballverbandes und so weiter. Marco, das wäre natürlich schön, wenn man diese volle Tribüne auch zur Verfügung hätte, ne? Oder wenn man es generieren könnte. Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir wollen auf jeden Fall hinkommen. Wir freuen uns, dass wir es hier machen dürfen. Aber es sind halt die Gegebenheiten, die wir uns anpassen müssen. Blutet so ein bisschen das Herz? Schon. Also erstmal da hinzukommen, ist ja überhaupt ein Highlight, ein ordentliches Spiel abzuliefern. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir von unseren richtig coolen Hagener Fans auch einen größeren Teil hier begrüßen könnten. Und wir haben sonst in Hagen auch öfter mal über 500 Zuschauer. Ja, das schließt sich 700 auch mal 1000. Schließt sich auch aus an der Stelle. Ne? Letztes Jahr super Event gegen Atlas Delmenhorst. Ne? Ja, waren auch Jens, bist du ab und zu mal an der Blumenstraße? Also selten, aber ich war schon da. Und ich war auch begeistert, weil die Atmosphäre sehr, sehr familiär ist. Also ich wurde mit Handschlag begrüßt von Leuten, die ich gar nicht kannte. Und habe auch viele Bremerhavener da aufgrund um den Platz getroffen. Also es ist ein richtiger Treffpunkt, der auch sehr neutral dann besucht wird von den Bremerhavenern zum Beispiel. Also das ist anders als auf dem LTS-Platz oder im Bürgerpark oder beim SFL, wo immer die Hälfte der Spieler hofft, dass die eine Mannschaft verliert. Hier hatte ich das Gefühl, alle standen hinter Hagen und Lede. Deswegen ist es auch schön, dass Hagen jetzt sich entschlossen hat, vielleicht das Spiel mal in Bremerhaven auszutragen. Wäre schön, wenn das sportlich klappen würde. Ja, was müsst ihr beiden dann so in den nächsten Tagen, muss man ja sagen, nicht Wochen, Tagen noch alles leisten jetzt?
Also viel Vorarbeit ist ja schon geleistet worden vor 3 Jahren und auch in der vergangenen und vorvergangenen Woche. Ich würde mal ganz einfach sagen, dass der Ball jetzt bei mir, unserem Hygienebeauftragten, liegt. Ich habe vor, bis zu Freitag diese Erklärung zum Stadion soweit ausgearbeitet zu haben, dass es als Entwurf an Jens N. zum Weiterleiten im Hause geht, dass man gegebenenfalls noch eine Kleinigkeit anpassen kann. Und das Hygienekonzept ist zeitlich auch für das Wochenende geplant, sodass wir das auch frühzeitig mit auf den Weg bringen können. In den Statuten steht drin, dass es theoretisch erst zum 24. vorliegen muss, aber auch da lieber einmal vorher rechtzeitig das auf den Weg gebracht haben, als im Nachhinein größere Probleme auftauchen zu lassen. Mhm. Das heißt, Jens, irgendwann muss es zeitnah nochmal mit allen Beteiligten einen zweiten Termin geben zur Unterschrift. Auf jeden Fall. Also ohne diese Unterschriften läuft da gar nichts. Und die einfachste Möglichkeit ist, wir treffen uns alle zusammen wieder und alle unterschreiben gemeinsam. Es müssen kleine Nachverbesserungen gemacht werden, was die Markierungen angeht und die Sitzplätze. Das ist natürlich ganz wichtig zu Corona-Zeiten, dass nicht wer wo sitzt. Also es muss natürlich deutlich gekennzeichnet werden, welche Plätze gesperrt sind, welche Plätze benutzt werden können. Das ist aber bei dieser geringen Anzahl von Karten, die ausgegeben werden, glaube ich, gar kein Problem. Wir müssen auch sehen, dass wir den Platz in Ordnung halten. Das heißt also für den OSC, er muss sich jetzt ein bisschen zurückhalten auf dem Platz und die letzten Wochen vor dem Spiel wird der Platz dann auch gesperrt. Also wenn Hagen tatsächlich das Endspiel gewonnen hat, gegen Gifhorn oder wen auch immer, dann werden wir diesen Platz so gut wie gar nicht mehr freigeben für irgendwelche Trainingseinheiten oder für Spiele vom OSC. Genauso wie wir an dem Tag, wo das Spiel ist, auch die Hallen sperren müssen und auch das Bad dann an dem Tag nicht zur Verfügung haben. Mhm. Diese Sachen sind alle notwendig, damit man so reibungslos ein Spiel über die Bühne kriegt. Also man hört schon heraus, dass es der gleiche Aufwand ist, als wenn 8000 Leute kommen, oder? Von der Nein. Arbeit her. Also es gibt viele Sachen, die sich wiederholen, aber der Riesenaufwand, der wegen der Zuschauerströme, Fantrennung und so weiter da war, der ist natürlich nicht da. Es fehlt natürlich auch ein bisschen Reiz, weil wenn man das vor 3 Jahren gesehen hat, wie die 1500 Kölner da mit freiem Oberkörper 2 Stunden Stimmung gemacht haben, das war schon alleine den Besuch wert. Trotz einsetzendem Regen ab 9.15 Uhr hat es dauerhaft geregnet. Also das war wieder wie damals gegen Bayern München, LTS, 100-jähriges Jubiläum 1998, Wolkenbrüche. Also ihr wollt ganz gerne am 12. und wenn es am 13. September spielen, ne? Am Sonntag den 13., genau. Und das ist euer Wunschtermin, ne? Ja. Das wäre schön, auf den Sonntagnachmittag, weil das ist ja auch eure normale Heimspielzeit. Ja. Und auch jetzt fast auch immer sonntags, ne? Ja, es gibt ein oder zwei in der vergangenen Saison, die den Samstag als Favoriten hatten, aber in der Regel sonntags 15 Uhr und das bietet sich an. Mhm. Hat dieses DFB-Pokalspiel jetzt alles jetzt erstmal in den Hintergrund gestellt oder plant man es auch schon parallel für die kommende Serie? Wir hatten heute Sicherheitsbegehung bei unserem Platz in Hagen an der Blumenstraße mit dem NFV und haben mal gefragt, wie es konkret mit dem Saisonbeginn aussieht. Es gab keine konkrete Antwort, entweder direkt vor dem DFB-Pokalspiel, also am 5. und 6. September oder in der Woche da drauf. Tendenz geht aber eher auf Mitte September. Also wir sind da ganz klar im Fluss. Fokus ist jetzt DFB-Pokal bzw. die Spiele Halbfinale und Finale und dann mit Blick auf das Spiel hier hoffentlich in Bremerhaven. Aber dann geht es ja sozusagen nahtlos weiter. Weil die Oberliga ist jetzt aufgestockt auf 20 Teams, ne? Ja, aber 2x10. Ja, okay, das entzerrt das so ein bisschen. Aber es wird dann schon eine lange Saison, wenn das alles glatt laufen sollte. Ja, also wir haben 26 Leute im Kader. Die sind auch Stand jetzt bis auf 2 alle fit. Wir haben sehr viele neue Junge dazu bekommen, was ich in den Trainings gesehen habe. Sie sind sehr engagiert, haben sicherlich auch noch Ausbaumöglichkeiten. Aber ich glaube, der eine oder andere wird sich da auch langfristig wiederfinden. Und haben auf der anderen Seite auch ein paar Abgänge gehabt, die erfahrene Spieler ausmachten, aber sind auf einem guten Weg. Und da muss man gucken, wer sich dann auch unter den ersten Elf wiederfindet. Okay. Jens, was hast du so die nächsten Wochen auf dem Zettel? Weil in Bremerhaven rollst du jetzt auch wieder hoffentlich an. Also auf meinem Zettel steht ganz viel und davon ist auch vieles gestrichen worden. Also wir hätten normalerweise in den nächsten Tagen die Vorbereitung für das Sportprogramm bei der SEEL, was natürlich aufgrund der Absage des Ziels auch ins Wasser gefallen ist, was richtig schade ist. Wir hätten dann ein richtig schönes, tolles Fußballturnier wieder gehabt. Wir hätten ein großes Volleyballturnier am Strandbad gehabt. Wir hätten einen hervorragenden Schießwettbewerb gehabt. Und wir hätten auch Tauziehwettbewerbe gemacht. Alles mit Unterstützung Bremerhavener Sportvereine. Da hätten wir also so 100 Leute im Einsatz gehabt für diese Aktion. Ja, und jetzt fällt das aus. Die einzige Sache, die im Rahmen des Ziels geplant war und auch stattfindet, ist am 21., 22. ein
Wettbewerb im Küstenrudern. Das ist eine neue Sportart, die aber 2024 schon olympisch wird. Mhm. Und da strengt sich Bremerhaven natürlich an, weil es in Deutschland irgendwie nochmal einen vernünftigen Standort geben muss für die Zentrale dieses Küstenruders in Deutschland. Und da wird also ein großer Wettbewerb auf der Weser, direkt vor der Weserpromenade vom Strandbad aus gestartet. Mit diversen Teilnehmern aus ganz Deutschland, aus Holland. Vielleicht kommen noch ein paar andere dazu. Und das findet also auch ohne die Seelen statt. Da sind wir als Sportamt natürlich auch so ein bisschen dabei, das zu unterstützen, mhm. weil 150 auswärtige Leute da untergebracht werden müssen, müssen versorgt werden, muss natürlich das Gleiche wie überall, Abstandskonzepte bei der Siegerehrung, bei der Abschlussveranstaltung und. Das sind solche Sachen, die da kommen. Und ja, wir haben weiterhin vollen Betrieb bei den Maßnahmen auf den Sportplätzen. Wir müssen jetzt den Sommerschnitt bei den Bäumen organisieren. Wir müssen dadurch, dass jetzt die Gelder erst spät im Haushalt zur Verfügung gestellt worden sind, die Nebenflächen beim SFL, die durch den Bau des Kunstrasens ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden sind, herrichten. Da wird also nochmal da wo früher schon mal eine Wiese als Jugendfeld war, kommt jetzt ein vernünftiges Jugendfeld hin. Also, es sind genug Sachen. Über Arbeit kann man sich nicht beklagen. Also Arbeit haben wir genug und es gibt immer noch bei jeder Corona-Änderung, bei Corona-Verordnungsänderung die Fragen der Sportvereine, die wissen, wie müssen wir das nun auslegen für uns, was bedeutet das, 30 Spieler, die nun spielen dürfen, dann kommen die Footballspieler und sagen, ja Mensch, alle dürfen spielen, nur wir nicht, wir haben 50 Leute auf dem Platz, warum können wir nicht? Und dann versucht man das wieder zu regeln, also es gibt genug, was wir zu tun haben. Deswegen, Marco, abschließende Frage. Ich glaube, so eine Vereinsarbeit heutzutage ist nicht einfach. Das ist relativ umfangreich und ja, man lernt auch immer wieder Neues. Mhm. Dankeschön, Marco. Toi, toi, toi für die nächsten Wochen. Und vielleicht klappt das ja, dass wir uns dann hier in Bremerhaven wiedersehen gegen den FC Augsburg, gegen den Bundesligisten. Ja, und spätestens in der zweiten Runde dann. Ja, in der zweiten Runde. Dankeschön, Marco. Dankeschön, Jens. Heute zum 265. Mal Regionalsport live aus Bremerhaven und wir haben wunderschöne neue Gäste willkommen, Herr Schmidt. Genau, die ranghöchste Oberliga-Mannschaft, Frauenmannschaft, den FC Gistland. Ich fange mal unüblicherweise mit dem Trainer an, mit Joshua van Glan. Joshua, du bist ja auch neu, nicht im Trainergeschäft, du hast sogar deine A-Lizenz, warst beim JV Bremerhaven, warst auch beim FCH Gutlede. Und jetzt hast du dich entschlossen, eine Frauenmannschaft zu übernehmen. Ihr habt ja einen schönen Bericht mit Dietmar Rose gemacht von der Nordsee-Zeitung. Da hast du einfach gesagt, egal wie du trainierst, Hauptsache das Gesamtpaket muss stimmen. Was meinst du damit? Also dieses Familiäre einfach. Ne? Ja. Also ich muss sagen, ja, JV Bremerhaven war natürlich auch schon sehr familiär. Ich glaube, als junger Trainer eine super Stelle auch gewesen. Auch für Spieler natürlich auf jeden Fall die erste Anlaufstelle. Und vorher hat Spieler halt schon dieses Familiäre einfach auch gemocht. Und ja, das hat sich jetzt so als Trainer einfach so auch entwickelt. Ne? Also jetzt bei Gistland, das ist genauso eigentlich wie früher, wie in Hagen-Gutlede oder halt auch Bornreihe als Spieler. Das Familiäre, das ist einfach das, was für mich entscheidend ist. Und dieses Drumherum, dieses Organisatorische, das passt einfach alles. Wann durftet ihr denn wieder mit dem Training beginnen? Wir haben jetzt am 20. Juli wieder angefangen mit der Vorbereitung. Vorher hatten wir so Corona-Training, sag ich mal. Da haben wir so zweimal die Woche trainiert. Es war ein schöner Übergang auch mit Martin Döscher, dem alten Trainer. Das hat echt perfekt geklappt, muss man einfach mal so sagen. Ja, man wurde super aufgenommen im Team, im Verein und ja, Das hat echt super geklappt bisher. Dann begrüße ich Birte. Birte sitzt neben Rainer. Birte, du bist ja letztes Jahr wieder zurückgekehrt oder seit letztem Jahr dabei? Ja, genau. Und letztes Jahr wart ihr auch ganz erfolgreich. Ihr habt jetzt 3 Jahre Oberliga gespielt, habt letztes Jahr Platz 4 belegt, seit man mit Platz 10 angefangen, dann 8, dann 4. Wie hast du die Situation jetzt erlebt mit der Pandemie? Ja, es war natürlich schwierig. Ich bin ja auch jetzt erst im Januar gekommen dieses Jahr. Und konnte somit auch nur ein Spiel bestreiten, weil dann kam halt Corona und die nächsten Spiele sind schon alle ausgefallen. Und von daher bin ich auch noch gar nicht so lange in der Mannschaft und habe auch noch gar nicht, also wie gesagt, nur ein Spiel bestritten. Darf man fragen, von wo du gekommen bist? Ich bin von der Sportvereinigung Bison gekommen. Mhm. Und ja. War das ein großer Unterschied oder kann man da gut mit umgehen? Also da habe ich Bezirksliga gespielt. Also wir sind auch erst im letzten Jahr in die Bezirksliga aufgestiegen aus der Kreisliga. Und ja, dann habe ich doch den Sprung in die Oberliga gewagt. Ja, super. Janine, wie ist denn bei euch so der Team-Spirit in der Mannschaft?
Versteht man sich gut oder gibt es doch ein bisschen mehr Konkurrenzkampf? Ja, also ist auf jeden Fall jetzt deutlich mehr geworden durch die Neuzugänge. Also das wird auf jeden Fall interessant. Ja, vorher war es teilweise auch schon so, aber im Endeffekt war man sich relativ sicher, ob man spielt oder auch nicht. Das konnte man gut einschätzen. Jetzt zur Zeit steht da eher noch so ein Fragezeichen. Svenja lacht so, weil Svenja Feldmann schon ein bisschen länger dabei ist. Darf ich dein Alter nennen? Du bist ja, ja, Silberhochzeit, weiß ich, 25 Jahre jung. Und ihr habt ja eine Oma bei euch, die ist ja ein paar Jährchen älter. Und dann habt ihr eine ganz junge Spielerin. Wie ist so das Verhältnis zwischen ganz jung und ganz alt? Du bist ja mittendrin. Oder jung und etwas älter. Ja, das stimmt. Nein, es klappt tatsächlich ganz gut. Also sowohl die Jungen gehen auch auf die Älteren zu, die Älteren gehen auf die Jüngeren zu. Das macht das Alter. Aber es klappt sonst immer alles zusammen, bunt gemischt. Wir sehen eigentlich zu, dass wir jeden irgendwie da mit reinkriegen, gerade wenn die B-Mädchen hochkommen als junge Spielerin. Die sollen natürlich auch in der Mannschaft ankommen, mitmachen, Spaß haben. Und das hat bisher eigentlich immer gut funktioniert. Und ihr spielt immer in Drangstedt, aber ich durfte letztes Jahr zwei Heimspiele von euch sehen, vorletztes Jahr. Da ist auch eine ganz gute Atmosphäre, ne? Auf dem kleinen Platz da. Super. Mhm. Ihr habt auch eine gute Saison gespielt. Bis auf Osnabrück vielleicht, konnte wirklich jeder jeden schlagen. Wie sehen denn die Ziele jetzt aus? Ihr wollt ja nicht ganz damit rüberkommen, laut der NZ. Aber du hast ja gesagt, man darf sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Aber so, spekuliert man so mit 1 bis 4 oder was habt ihr euch vorgenommen? Ja, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, besser als letztes Jahr zu sein. Also 3? Ja, wenn man so will, ja. Und dann gucken wir mal, was jetzt so bei rauskommt, wie wir jetzt zusammenfinden. Das ist dein Wunsch und der Wunsch des Trainers wäre? Wir haben uns, ich wusste, dass die Frage kommt, ne? Also ich habe mir schon gedacht, ja, wir haben uns... Ihr habt ja keinen Druck. Nein, überhaupt nicht. Also wir haben uns, man muss jetzt überlegen, Corona war jetzt, man muss jetzt mal gucken, wie jetzt die Saison dann halt verläuft, wie die ersten Spiele ablaufen. Ja. Und wir saßen letztes Wochenende zusammen im Team und ja, wir haben gesagt, wir wollen besser als den vierten Platz erreichen, auf jeden Fall. Aber jetzt Regionalliga... Da wollen wir erstmal gar nicht jetzt von träumen, sag ich mal. Das ist jetzt, wir wollen erstmal gucken, was passiert, gucken auch jetzt zur Halbserie dann. Dann setzen wir uns dann nochmal zusammen, gucken, wie gerade so der Stand der Dinge einfach ist. Und dann gucken wir einfach und lassen alles, wirklich ganz ehrlich, alles auf uns zukommen. Also ich kann das schon gar nicht mehr hören, dieses Regionalliga-Wort. Nein, Jörg Schröder nimmt ja auch so ein bisschen den Druck weg. Grüße nochmal an dieser Stelle. Ist ja nun auch schon lange dabei und ist jetzt der Vorsitzende des FC Geestland. Aber was sind denn eure persönlichen Ziele? Möchtet ihr wirklich angreifen? Weil finanziell sei das ja erstmal kein Problem, in die Regionalliga aufzusteigen. Janine? Ja, auf jeden Fall. Also, hat man doch als Sportler. Ja, doch. Ist auf jeden Fall ein Ansporn, jetzt nochmal besser zu werden. Es hat ja die letzten Jahre auch geklappt. Und ja, gerade, wie ich eben auch schon sagte, durch die Neuzugänge erhofft man sich dann natürlich noch mal ein bisschen mehr, weil wir Alicia da noch Kersten mal stärker aufgestellt, ne? Sind. Ja. Alicia, genau, es sind schon gute Leute. Die von Werder Bremen kommt, ja. Die letzten, ich glaube, seit 2013 da gespielt hat. Das ist natürlich eine super Verstärkung. Ich glaube, 6 oder 7 neue hast du, Joscha? Genau, wir sind jetzt bei 6 Neuzugänge, wenn ich es richtig gezählt habe, genau richtig. Mhm. Ja, freut uns natürlich sehr. Ne? Also muss auch dazu sagen, wir als Verein oder so haben die jetzt gar nicht angesprochen. Die sind wirklich auf, also von sich aus auf uns zugekommen und haben sich so gesehen angeboten. Und ja, uns freut es, dass wir jetzt die Neuzugänge einfach haben. Nur, du weißt es selber, 6 Wochen Vorbereitung und dann muss sich natürlich jeder beweisen. Und dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. 26er Kader, ja. Genau. Deswegen, das ist vielleicht mal ganz wichtig, weil es hat sich ja doch in der letzten Zeit vehement was verändert. Lass uns doch mal den Zuschauern erklären, was passiert, wenn ihr Treffpunkt habt zum Training. Was muss man da ableisten, um letztendlich auf den Rasen zu kommen? Muss man Hygieneartikel mit sich schleppen? Muss man eine Trinkflasche mitnehmen? Darf man zusammen vielleicht nicht mal mehr eine Cola trinken nach dem Spiel oder nach dem Training? Wie läuft das genau? Ja, also wir kommen an, aber alle schon umgezogen. Also wir ziehen uns alle zu Hause um, damit wir da gar nicht erst in die Kabine müssen. Und dann sind wir draußen. Also ja, treffen uns halt da und dann gehen wir gemeinsam um 19 Uhr auf den Platz. Mhm. Und da wird dann nochmal kurz besprochen, was so an dem Training, der in der Trainingseinheit so vorliegt. Und ja. Das heißt, duschen darf man nach dem Training auch nicht? Nee, duschen darf man danach auch nicht. Mhm. Also meistens trinken wir danach noch zusammen was, aber... Wird das im Spielbetrieb ähnlich sein oder ist das jetzt nur für den Trainingsbereich ausgegrenzt?
Oder wie läuft das? Weil es gibt mehrere Meinungen. Nach drei Spielern soll dann angeblich jemand kommen, soll die Kabinen sauber machen. Ich frage mich ernsthaft, wer soll das ableisten? Also wir sind, glaube ich, jetzt vom Verein einfach ein bisschen vorsichtiger, ne? Also wir gucken einfach, dass wir jetzt das Ganze nicht übertreiben. Auch jetzt bei den Freundschaftsspielen oder wenn es im Spielbetrieb... Gut, das ist noch ein paar Wochen hin. Also jetzt Ende August haben wir das erste Pflichtspiel, wenn man so will, mit der ersten Pokalrunde oder, glaube ich, dann die zweite Pokalrunde. Bis da muss man jetzt gucken, was passiert. Aber wir sind da schon vorsichtig einfach, ne? Wir wollen jetzt nichts überstürzen. Alles in Ruhe. Svenja, scheint auch so ein bisschen im Nebenfeld sowas zu organisieren. Kommt dir so sympathisch vor, du lachst immer. Macht ihr viel auch so außerhalb des Platzes? Ja, wir versuchen. Also manchmal, wir waren das letztes Jahr Lasertag spielen, da waren tatsächlich auch fast alle mit, bis auf zwei Leute. Was habt ihr gespielt? Lasertag. Das musst du einem älteren Herrn erklären, was das ist. Ja, im Prinzip sowas ähnliches wie Paintball, nur eben tut halt nicht so weh, die Pussy-Version oder wie soll ich sagen. Nein, also da haben wir schon unseren Spaß. Wir sehen zu, dass wir zusammen ein bisschen was unternehmen. Klar, der eine oder andere kann immer mal nicht, das bleibt nicht aus, aber so ein bisschen was drumherum, was auch mal nicht mit Fußball zu tun hat, muss auch. Ja, ist doch ganz schön immer, ne? Wir haben ja gerade vom Bremer Nachwuchs gesprochen bei euch, sage ich mal in Anführungszeichen. Wer von euch hat zum Beispiel unter Ulrike Geithel mal trainiert? Du? Ich, ja. Dann sollte ich schön grüßen. Weil Uli wollte sich die Sendung heute auch angucken, die ist leider auch verhindert. Also Aufgaben hat, aber sie wird sich auf jeden Fall die Wiederholung angucken. Ah, cool. Für die Grüße von Uli. Ja, dann danke zurück. Wie oft fordert euch der Trainer denn während der Woche jetzt zur akuten Vorbereitungszeit? Bis zu 6 Mal, habe ich gehört. Ja. Hat man noch Zeit für andere Sachen? Wenig. Ja? Ja. Aber es ist ja absehbar, ne? Ich würde sagen, es ist Vorbereitung. Genau. Ist absehbar. Aber wir wollen ja auch alle. Also. Hast du den obligatorischen Cooper-Test am Anfang gemacht oder bist du heute nicht mehr modern? Man macht ja so gesehen diesen Jojo-Test oder Bleep-Test, sag ich einfach mal. Den haben wir gemacht, haben noch so ein paar Intervallläufe gemacht. Also das normale Programm, würde ich jetzt noch mal sagen. Mhm. Also den Cooper-Test haben wir tatsächlich nicht gemacht, nein. Mhm. Ist das jetzt eine große Umstellung für dich, nachdem du die Jugend beim JV Bremerhaven trainiert hast, U17? Also wie gesagt, die Geschlechterfrage würde ich gleich jetzt so stellen, aber... eine große Umstellung ist es, glaube ich, jetzt noch nicht. Also klar, Jugendbereich, gar keine Frage, es sind andere Punkte einfach wichtig. Also wie gesagt, eine große Umstellung ist es nicht, nein. Du bist ja einigen Freund vom Offensivfußball. Ja. Ist es schwer umzusetzen, ein gewisses Konzept, oder wie geht er ran? Glaube ich nicht. Wir haben jetzt schon so ein paar Einheiten gehabt, wo wir es auch mal ein bisschen probiert haben. Und ich glaube, dieser Angriffsfußball, der kann klappen. Wir warten mal so die nächsten 3 Wochen noch ab, auf die nächsten Trainingseinheiten. Aber wie du schon sagst, Offensivfußball, das ist eigentlich so meins. Und das wird auch so, glaube ich, dann auch klappen, ja. Mhm. Wie sieht es bei euch dreien aus? Gut, Svenja möchte Tore verhindern. Ihr beiden seid Mittelfeldspielerin, ne? Ja. Defensiv auf 6? Ja, richtig. Ist das so eine Traumposition oder könnte man noch woanders spielen? Also ich spiele auf jeden Fall gerne in der Mitte. Also außen ist so gar nicht meins eigentlich. Also habe ich auch mal gespielt, wenn es nicht anders ging. Aber ja. Also spielt ihr auch mit 2 Sechser? Ja. Dann passt haben das wir ja. Haben wir letzte Saison. Ja. Ja. Und bitte auch. Ich spiele links außen. Links außen? Ja. Also für mich ist die Mitte halt gar nichts. Also okay. In der Mitte kann ich mich nicht so orientieren. Mhm. Außen hat man halt immer noch die Linie, wo man sich dran orientieren kann. Wo seid ihr denn mal angefangen, Katja? Wo seid ihr denn angefangen, mal Fußball zu spielen in der Jugend? Also ich habe früher bei Neunkirchen Ehrenwort angefangen, bei den Jungs. Ich glaube mit 7 oder so. Und dann bin ich irgendwann mit 12, 11 zu den Mädchen gewechselt von Neunkirchen. Mhm. Und Svenja? Urgestein. Urgestein schon. Was soll ich sagen? Möchtest doch immer bleiben, oder? Ja. Gibt's ich noch denke, Perspektive? Oh ja, wenn man sich da wohlfühlt. Der Weg von der Nur ist auch nicht so weit. Nee. Wohnst du in der Nur? Ja. Okay. Dann hast du ja letzte Woche die Nur Reitertage vermisst. Ja. Das war mal ordentlich Party. Es war schön ruhig im Dorf, was soll ich sagen. Ja. Ja. Und Janine? Ich habe ziemlich lange bei den Jungs beim FC Landwursten gespielt. Dann habe ich ein Zweitspielrecht bei Allerstedt Ottendorf-Hiesling gehabt. Mhm. Von da aus dann zu Werder und von da aus hier nach Geestland. Ja, also man kommt rum, ne? Genau. Ja, ich möchte mal einen Tipp wagen, oder Birte kann ja mal anfangen. Welchen Platz belegt ihr am Ende der hoffentlich durchzuspielenden Saison? Den 3. Den 3. Svenja? Ich gehe auf den 2.
Ja. Ich nehme auch den zweiten. Ja. Das muss ich den ersten sagen. Hätten wir alles, glaube ich. Ne? Und da wird sich Jörg wahrscheinlich auch freuen. Ne? Also ja, ist da alles drin. Ja, also ich glaube, das Zeug, das Potenzial habt ihr im vierten Oberlehrerjahr. Ist glaube ich, gerecht auch. Anvisiertes Ziel. Alles gut. Habt ihr jetzt Testspiele noch irgendwann? Genau, jetzt Wochenende. Und dann erstes Pflichtspiel Ende August? Pokal? Genau, Pokalrunde. Gegner wissen wir da noch nicht, das wird noch ausgespielt. Ich glaube, vorletzte Woche im August. Jetzt Wochenende, erstes Testspiel. Danach werden die Mädels dann nochmal zweimal am Wochenende gefordert sein. Und dann, da glaube ich, darauf auch nochmal zweimal. Also wir haben jetzt insgesamt sechs Vorbereitungsspiele jetzt noch die nächsten Wochen. Das wird ganz gut. Wo seid ihr denn immer unterwegs in der Vorbereitung? Immer in Tankstedt oder auch mal am Peterkeser See oder so? Also weil so, wir haben jetzt so ein paar Dinge auch schon überlegt, was wir noch machen könnten, gerade bei der Hitze, dass wir da irgendwo nochmal Wasserski fahren oder sonstiges. Aber ansonsten sind wir tatsächlich immer... In Neuhaus oder in Otterndorf? Ich glaube eher Spaden. Spaden? Ach, da ist jetzt neu, stimmt, am Spadener See haben sie ganz neu. Ja, dann grüßen wir nochmal die Kollegen am Spadener See. Genau. Ganz, ganz dicht dran. Vielen Dank. Ich möchte wissen, wer ist die Nummer 1? Weil ich Zweiter, Dritter, wer wird Meister? Puh, da stellst du jetzt eine Frage. Lass uns überraschen. Nee, die Karten werden ja neu gewürfelt. Ne? Genau. Also ich kann euch das, dass ihr auf jeden Fall die Meisterschaft einfahrt. Bleibt so, wie ihr seid. Das war eine tolle Runde. Vielen Dank. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Ja, herzlichen Dank und toi 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 für die kommende Spielzeit, die man hoffentlich durchspielen kann. Ne? So ist es. Und wir begrüßen einmal, ich fange natürlich mit der Lady an, Nicole Klockmann, die Trainerin der ersten Herren und Lutz Stürken, Abteilungsleiter beim TSV Wulsdorf. Ich habe es gerade schon in die Kamera gehalten, Sticker Stars. Das nochmal zeigen in die Kamera. Das gibt es jetzt seit einigen Wochen. Am 15.8. soll ja die Kooperation enden. Ne? Ist das am richtig? 15.8. ist Schluss, genau. Dann sind wir mit durch. Wir hatten jetzt den Kick-Off und dann haben wir drei Tauschbörsen gemacht, zwei davon in Wulsdorf und eine beim Edeka Center, der uns unterstützt hat in Wulsdorf, Herr Kuss. Mhm. Und jetzt am 15.8. endet dann die ganze Aktion, genau. Ich hoffe, du hast dein Heft voll. Ich habe mein Heft voll, 300, okay. 336 Spielerinnen und Spieler von der untersten F-Jugend, G-Jugend bis zur 50er. Bis zu den Ü-50ern, der Spielgemeinschaft. Plus Vorstand, plus alles, was dazugehört. Alles, was dazugehört, Vereinsheim, alles, was dazugehört. Frage ich doch mal die Trainerin. Wie viel Geld hast du investiert, um deine Panini-Bilder zu sammeln? Ich hatte eigentlich ziemlich Glück. Durch die Tauschbörsen konnte man gut tauschen untereinander, aber investiert so 40 Euro doch. Mhm. Und ja. Aber die Tauschbörsen waren natürlich sehr schön. Man ist ein bisschen zusammengewachsen. Wenn das jetzt jeder machen würde, Lutz, 40 mal 336, was passiert mit dem Geld? Das Geld geht zum Teil, also Sticker Stars will ja auch dran verdienen. Ja. Und zum Teil geht es aber auch in den Verein. Also ein Erlös, das Heft selber, nur das pure Heft, hat 4 Euro gekostet. Und 2 Euro sind davon in den Verein dann gewandert. So. Und dann auch der Erlös von den Stickers natürlich auch, genau. Was macht der neue Kunstrasen? Ihr trainiert ja selbstverständlich schon. Wir haben es eben bei den Damen des FCGs mal versucht, ein bisschen rauszukitzeln, was man einfach anders machen muss als vor 6 Monaten noch. Erzähl mal, wenn ihr zum Trainingsbetrieb oder zum Spieltrip geht, was müsst ihr alles erledigen, um dann wirklich auch trainieren zu dürfen? Also bei uns ist das so, wir achten da wirklich sehr drauf. Wir dürfen momentan auch immer noch nicht in die Kabinen rein, damit die Jungs sich umziehen können. Wir treffen uns also wirklich direkt vor Ort auf dem Platz, 10 Minuten vorher, 10 Minuten später als Trainingsbeginn normalerweise ist. Die Hände werden desinfiziert von den Spielern. Wir haben zusätzlich nochmal immer Wasser dabei, Seife dabei. Wir Trainer haben natürlich eine Mammutaufgabe momentan. Das Trainingsmaterial desinfizieren wir jedes Mal, nach jedem Training, vor jedem Training bauen wir es alleine auf. Mittlerweile ist es so, dass wir da auch Vertrauen in den Jungs haben, dass sie auch schon mal helfen können, wieder einzusammeln. Das haben wir vorher auch alles gemacht. Also das ist schon nicht ganz einfach. Ich kann mir vorstellen, dass die Vorstandarbeit, also in diesem Fall die Fußballabteilungsleitung, da muss man doch jetzt jede Mail besonders lesen, weil man vielleicht schon was liest, was vielleicht gar nicht mehr aktuell ist. Ja, genau. Kann man sich vorstellen, dass ihr mit Mails überhäuft wird?
Ja, das stimmt. Und natürlich auch in den Bundesländern, weil in allen Bundesländern anders gehandelt wird als im Land Bremen. Und so ist es immer unterschiedlich. Und dann kommen immer auch die Anfragen von den Trainern. Ja, aber in Niedersachsen, die dürfen schon so weit gehen. Wir dürfen noch nicht so weit gehen. Also es ist recht kompliziert, aber wir haben auch eine gute Zusammenarbeit mit unserem Gesamtvorstand dann gehabt, der auch den Hygieneplan dann für uns erstellt hat. Also mit den Trainern auch. Ich muss sagen, die Trainer halten sich sehr gut an diese Vorschriften. Das war auch immer ein Thema, dass alle Mitglieder jetzt, ich spreche jetzt nicht nur von Fußballern, sondern auch, ob das Tennis ist, Badminton ist, Basketball ist. Es gab immer die Diskussion, auf den Mitgliedsbeitrag zu verzichten. War das mal ein Thema in Wulstorf oder haben alle gesagt, wir ziehen das durch? Also alle Wulstorfer haben gesagt, wir ziehen das somit durch. Mir ist nicht bekannt, dass jemals auf den Betrag verzichtet, dass jemand auf den Betrag verzichten wollte, weil er nicht trainieren konnte, weil er nichts machen konnte. Ich denke, das wäre auch der Tod des Vereins gewesen, wenn dann 1000 Mitglieder sagen, wir verzichten jetzt oder wir zahlen 3 Monate keinen Beitrag, weil wir auch nicht trainieren können. Nicole, bevor wir gleich über Sportliche reden, ich habe auch eine neue Homepage, TSV Wulstorf, genau. Oder minus Wulstorf. .de ist ganz wichtig, weil die Endung .com ist weggefallen, ne? Genau, richtig. Die wurde jetzt neu erstellt, ist ein bisschen moderner geworden. Ich habe da heute mal raufgeguckt, also ich finde das doch sehr interessant. Ich finde auch gut, dass gerade eben halt in den jetzigen Zeitraum auf der Jugend ein bisschen geachtet wird. Es wird auch auf die Facebook-Seiten der einzelnen Mannschaften eben halt hingewiesen und ist wirklich sehr schön geworden. Jetzt kommen wir doch mal zum Sportlichen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, 7 Spieler haben den Verein verlassen. Richtung Spaten, ist das richtig? Aus unserer Mannschaft haben insgesamt 10 Spieler den Verein verlassen. Also 2 Spieler haben aufgehört. 7 sind in Richtung Spaten abgewandert, das ist richtig. Teilweise auch zurück zum Heimatverein, ne? An den Meersenweg. Sind auch einige dabei. Ein Spieler. Ein Spieler ist zurückgegangen. Ihr werdet dann ja demnächst wieder im Bundesland Bremen spielen. Wie groß ist die Vorfreude? Oh, die ist riesig, natürlich. Also wir haben auch jetzt, als die Saison dann abgebrochen worden ist, hatten wir natürlich auch ein bisschen Angst, was passiert jetzt. Annullierung, wir bleiben in der Liga, das wollten wir auf gar keinen Fall in der Kreisliga. Unser Ziel war ja immer der Aufstieg, auch wenn Wulstorf, da bin ich auch sehr dankbar für, nie den Druck ausgeübt hat. Die haben immer gesagt, wir wollen einfach attraktiven Fußball sehen, aber wir selber haben uns wirklich sehr gefreut. Ist natürlich auch nochmal was Besonderes für die Jungs. Unser Kader ist ziemlich jung. Und einige haben schon Erfahrung in der Bezirksliga und die anderen wachsen da jetzt rein. Also wir freuen uns auch sehr. Das war ja für den Fußballabteilungsvorstand immer wichtig, dass wir doch mal ein bisschen über beziehungsweise im Bundesland spielen, als in der Stadt machen. Weil Wulstorf war immer von vornherein schon, ich glaube, ein Umfeld, was immer richtig viele Zuschauer hatte, ne? Ja, genau. Also wir sind ja ein Traditionsverein und da kommen natürlich noch viele Zuschauer, gerade alte Zuschauer, die einen attraktiven Fußball sehen wollen. Und das war eigentlich auch nur die Vorgabe für Nicole Klockmann und Lukas Kretschmann, das Trainergespann, dass die eben halt einen attraktiven Fußball anbieten. Hätten wir noch ein Jahr Kreisliga gespielt, wäre es dann auch so gewesen. Aber die Jungs selbst und das Trainergespann selbst haben gesagt, nee, wir wollen angreifen, wir wollen den Aufstieg in die Bezirksliga, was dann ja auch, ich sag mal, ein attraktiver Fußball ist als in der Kreisliga dann halt. Was traut man sich zu? Redet man von gesunden Mittelplatz oder sagt man, wir möchten nicht absteigen, wie gehen wir daran an die Geschichte? Ach, ich sag mal, wir sind Aufsteiger. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ich will auch nicht arrogant klingen, deshalb sagen wir erstmal Klassenerhalt. Okay, da kann der Verein auch mitleben. Da kann der Verein mitleben, genau. Mit Klassenerhalt wäre schon schön, genau. Ja. Wobei die Mannschaft jetzt ja auch relativ jung ist. Die Verjüngung, was du ja eben auch gerade gesagt hast, Ältere sind gegangen. Mhm. Die Mannschaft war neu, sie musste sich rütteln und schütteln bei neuen Mannschaften, dass da dann welche auch rausfallen, die da nicht so mit zufrieden sind, auch mit unserer Philosophie des Vereins, also der Trainer und der Fußballabteilung. So hat sie sich ein bisschen gerüttelt und geschüttelt. Und wir haben junge Spieler dazu gewonnen. Und die müssen sich natürlich jetzt auch erstmal finden in der Bezirksliga dann. Freut man sich besonders dann auf die Derbys oder sagt man, ich will auch gerne überwiegend in Bremen oder ist es doch was anderes, wenn man gegen Spaten oder so Halle zum Beispiel spielt? Ja, ist natürlich immer was Besonderes, ne? Auch gerade so die Zuschauerzahlen, die Jungs sind da immer heiß drauf. Ich selber bin da immer ein bisschen skeptisch, man trifft auf alte Spieler, die sind immer hochmotiviert. Ich bin da immer ein bisschen gelassener und sage immer so, wenn ein Spieler geht, dann geht er, ich wünsche ihnen alles Gute. Aber unter den Spielern ist es natürlich, geht's immer heiß her. Aber wir freuen uns auf jedes Spiel. Auch in Bremen bin ich auch sehr gerne. Da sind wirklich
ja, tolle Teams dabei, auch mit den Trainern, die viele kenne ich ja auch noch von den damaligen Zeiten von ESC, und wir freuen uns auf alles. Jetzt habt ihr ja zwei Spielstätten, einmal den Kunstrasen und einmal, ich sag mal, Platz 1 der Naturrasen. Mhm. Das ist ja eigentlich schon ein glücklicher Umstand. Wenn beide Plätze freigegeben sind, wo würdest du lieber spielen? Wir möchten lieber auf dem Rasenplatz spielen. Ja, nach wie vor so. Ja. Mhm. Weil komischerweise viele Fußballer, ne? Ja. Ja. Obwohl das wunderschöne Kunstrasenplätze sind, ja, aber viele haben einfach das Gefühl, ich möchte auf Naturrasen spielen. Ne? Ich sag mal, die Wintermonate kommen auch. Ne? Ja. Wir müssen lang genug auf dem Kunstrasenplatz auch trainieren. Und gerade auch die älteren Spieler, die freuen sich auf den Naturrasen. Mhm. Aber bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Praxis, dann, wenn das losgeht. Das stelle ich mir für den Verein, ach, schon wegen der Umkleidekabinen gar nicht so einfach vor. Man kann, glaube ich, nicht mehr so sagen, um 11 Uhr ist ein Spiel, um 13 Uhr ist das nächste. Ne? Ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr Zeit, um das alles zu desinfizieren. Und auch vielleicht einen bestimmten Personenkreis, der das macht. Ne? Mhm. Erstmal sind wahrscheinlich die Trainer in der Pflicht. Aber ich stelle mir es unheimlich schwer vor, für jeden Verein, das alle organisatorisch auf die Reihe zu kriegen, wenn wir wieder von der Praxis reden. Habt ihr irgendwas angedacht? Also allein von der Kabine. Die eigene Kabine muss gereinigt werden, die Gästekabine, die Schiedsrichterkabine. Das braucht alles seine Zeit, glaube ich. Man muss sich einspielen. Ja, selbstverständlich. Habt ihr schon irgendwas so im Köcher? Also vom Verband ist ja geplant, die Spielpläne nicht so eng zu legen. Ja. Es wurde ja auch schon in der C-Jugend, unsere C-Jugend spielt ja in der Bezirksliga. Da wurde die sogar schon geteilt, die Liga, damit die Spiele nicht so eng sind und genau, so eng liegen dann halt. Damit man sich mehr aus dem Weg geht, dann eben halt in den Kabinen auf dem Platz und so weiter. Also ich lasse mich auch überraschen, wie es dann weitergehen wird. Momentan sind unsere Kabinen und Duschen noch gesperrt. Mhm. Und ja, Anfang September soll es dann losgehen. Ich lasse mich überraschen, wie es dann funktionieren soll. Wir haben ja auch einen Vorteil, was wir aber auch schon in der letzten Saison gemacht haben. Wir spielen immer abwechselnd mit der zweiten Herren, sodass einmal wir heimspielen und die nächste Woche dann die zweite Herren, um das auch jetzt natürlich auch ein bisschen zu entkräften. Ja, aber auch im Jugendbereich, wenn da viele, viele oder die ganz Kleinen machen ein Turnier mit 5 Mannschaften am einem Vormittag, stelle ich mir unheimlich schwer vor. Genau. Ja, das wird so, ich denke mal, das wird erst so sein, dass die zu Hause duschen. Wie soll das sonst geregelt werden? Also wird die Praxis zeigen. Ja. Naja, schön ist es nicht, wenn die Bremer Mannschaften kommen und sie müssen in den Bus steigen oder in ihre Privatautos und dann halt ungeduscht nach Hause fahren. Nee, ich spreche jetzt eher vom Jugendbereich. Ja, im Jugendbereich ist es einfacher, Jetzt sind ja, ich weiß nicht, Mittwoch habt ihr jetzt auch Training? Seid ihr heute beim Trainieren? Ja, wir sind jetzt in der Vorbereitung. Da trainieren wir dreimal die Woche plus eine zusätzliche Laufeinheit, die die Jungs eigenständig absolvieren sollen. Normalerweise trainieren wir halt dienstags und freitags und haben jetzt den Mittwoch dazu genommen. Heute macht das dann eben halt unser Co-Trainer, das ist ja nun auch mein Sohn, und der darf heute mal alleine ran. Wie ist denn so die Trainingsbeteiligung zu Pandemiezeiten? Also wir haben durchgängig trainiert, wir haben den Jungs das freigestellt, wer kommen möchte, darf kommen. Da war die Trainingsbeteiligung ganz gut. Momentan, wir haben jetzt einen Kader von 21 Mann, ich sag mal, ja, 13 bis 16 Mann. Es ist doch schwierig, weil, also, ja, wir haben auch Spieler dabei, die das alles noch ein bisschen skeptisch sehen. Mhm. Ne? Die möchten natürlich nicht so gerne oder dürfen halt auch nicht vom Arbeitgeber her. Und ja, wir versuchen deshalb, das irgendwie hinzubekommen, auch die Gruppen manchmal ein bisschen kleiner zu halten. Ich glaube, da gehört sehr viel Akzeptanz und Verständnis zu. Ne? Das ja, muss klar. Man einfach akzeptieren. Ja. So, genau, man muss es akzeptieren. Manche haben wahrscheinlich auch in ihren Familien eine Risikoperson, möchten die nicht anstecken, ältere Eltern, genau. Und somit habe ich da Verständnis für, wenn dann einer sagt, nein, ich muss hier noch Abstand halten. Ja. Jetzt, weil wir beim Trainingsbetrieb sind, jetzt gibt es demnächst die Fitnesstage, wo es doch heute sicherlich schon von gehört. Das plant ja der Hauptvorstand. Das beginnt ja heute in 14 Tagen, am 19. August und endet am 23. September, also 6 Wochen lang mittwochs. Wird da die erste Mannschaft dran teilnehmen zum Beispiel? Ja, hält man zusammen, Wulstorf, oder was macht man? Ist ganz interessant. Ich denke mal, wir gucken uns das an oder ich führe da nochmal ein Gespräch mit, was da wirklich so gemacht wird. Und dann könnte man das durchaus mit in den Trainingsplan einbeziehen. Und ich glaube schon, die Basis wird der Breitensport sein. Also da kann ja wirklich Jung und Alt mitmachen. Ja. Ob man dann da wirklich gut platziert ist, weiß ich nicht, aber vielleicht wäre es mal ein Ansatzpunkt mal. Was natürlich auch immer wichtig ist oder was ist mir auch persönlich sehr wichtig ist, ist, dass wir zum Verein gehören, dieses Familiäre. Das finde ich eben halt wirklich sehr schön in Wulstorf. Und das wollen wir natürlich auch so beibehalten. Und wenn sowas angeboten wird, dann lässt sich die erste Herren da natürlich auch mal blicken. Also, in Wulstorf hält man zusammen. Natürlich für den anderen Verein auch, keine Frage. Ich kriege schon ein Signal, wir müssen schon
Schluss machen. Es war die erste Saison nach 5 Monaten, Herr Schmidt. Es war alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke mal, wir haben heute sehr disziplinierte Gäste gehabt. Das klingt genau nach alle Zeit genau gekommen. Also alle professioneller geht es nicht. Ne? Alles gut. Ja, danke für euren Besuch, Nicole. Danke, Lutz. Vielen Dank für die Einladung. Und hoffen wir doch alle mal, dass der Ball irgendwann wieder rollen kann. Ne? Genau. Und dass das irgendwann nicht wieder abgebrochen werden muss. Ja. Hoffen wir natürlich für unsere nächste Sendung, Rainer, am 2.9. auch. Ja, deswegen machen wir jetzt ganz schnell Schluss, weil wir wollen alle gesund bleiben und gehen jetzt schön an die frische Luft. Bleiben Sie gesund.